So, hallo und willkommen zu Portal 2 Einzelspieler-Modus. Den Koop spielen wir ja schon. Ich habe schon ein bisschen angespielt. Die ersten vier Teile, da es mich ziemlich gefesselt hat. Ich wollte eigentlich nicht so viel machen, aber ja, halb so wild. Da war ich halt durch die ersten vier Teile ein bisschen durch. Die waren anfangs sowieso ziemlich einfach. Das war vielleicht 2 Stunden Spielzeit oder so. Von daher, ja. Da mich das Spiel gefesselt hat, hoffe ich, es fesselt euch auch storymäßig wenigstens. Ihr Überschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Okay, dann absolvieren wir mal das Fitness- und Sie Wellness-Training. Hören Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Ist auch beim zweiten Mal lustig. Okay, zu diesem Gemälde. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Ja. Schöne Berge. Sie sollten sich mental gestärkt fühlen. Sollte sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren sie jetzt zum Bett zurück. Legen wir uns schlafen. Ja. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9. Nein. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehend verlassen müssen. Ja. Ah, du siehst furchtbar. Das furchtbar ist gut aus. Whitley. Wirklich ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich Whitley bin sicher, ist cool. Gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es und ruhig angehen. Böse. Bereiten Sie sich und auf die Notevakuierung vor. Nicht ganz schlau. Ganz ruhig vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Mach mal. Nicht. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Schöne Kunst. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Ja. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Das ist so herrlich. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Jetzt. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Jetzt können wir die Aussicht genießen. Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Ich muss auf der Aufnahme nachher mal gucken, ob diese Einstellungen jetzt nicht zu laut sind im Teil 1, aber wenn das so ist, dann werde ich es in Teil 2 auch tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ändern. Ist da genug Platz für mich? Leiser, lauter. Ich muss hier erstmal durchkommen. Ich hoffe, es passt so. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Na, ich nicht. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Container weggeruppt. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Klar. Nichts von wegen Tod und so. Nö, nö. Okay, wir sind fast da. Ich spring dann einfach auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke.
Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Alte Teststrecke. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Ja, also, eine alte Teststrecke. Bereit. Die sollte Portal 1-Spielern bekannt vorkommen. Was natürlich jeder gespielt haben muss. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Hat etwas Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Wo sind wir überhaupt hier angebunden? Dass wir hier so rumschweben. Ach so, an so einem... Nochmal. Du suchst eine Waffe, die so Löcher Railbahn. Macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Wir questen hier einfach durch die Wand. Und... ja. Das sprechen natürlich durch die Glasdecke. Und hier sind wir auch im ersten Raum vom Portal 1 schon mit einer Toilette, dem Toilettenboden ist hier natürlich. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Jedes Spiel mit Toiletten ist gut. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Ich lasse die einfach mal plappern. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Na los. Mach das Türchen auf, Dorobo. Fertig. So. Würfel und tastenbasierte Tests. Jetzt müssen wir schon die ersten Leichenquests erledigen. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Das war schon die erste Kammer. Sie haben soeben einen Erdbeschreibungs- Emanzipationsgriff durchgeführt, durch den das meiste Material vaporisiert wird. Ich weiß wieder nicht mal, typisch für mir, wie lange ist Let's Play, aber Timing, einfach mal abstimmen dann. Aperture Laboratories. Ja, wir sind noch unter den Machenschaften von Aperture. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals nachrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und wieder üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt. Wo muss ich jetzt erstes hin? Ich muss jetzt erst den Kubus holen. Also muss ich jetzt darauf achten, wenn da ein Portal spawnt. Oder muss ich erstmal wo drauf drücken? Ah ja, ich muss die Portale dort direkt aufmachen. Hol ich mir den Kubus? Muss jetzt. Kann ich eigentlich da liegen lassen? In diesen Raum. Den Schalter betätigen. Und damit die Tür aufmachen. Wo ich hier reinkomme. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind die Tests kann man aber natürlich nicht in Portal 1, aber absolut. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperstartzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Okay. Wieder Aperture. Es wird so eine ganz schöne Weile jetzt Aperture auch anzeigen, aber das ist halt nur ein Ladebildschirm, der ändert sich halt auch. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Was kommt jetzt? Na bitte, geschafft! Ah, Whitley, wo ist er? Auf dem Podest da müsste. Au! Hallo? Ich hab's zwar gerade erst gespielt, aber das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Die blaue Portalgun. Und einfach, ja. Ah ja, hier geht's lang. Und. Einfach dem Weg folgen. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Und ich werde ein paar beenden, wenn wir Whitley wiedersehen. Denn ich glaube, das war gar nicht mehr so lange, bis wir Whitley wiedersehen. Tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Wiedersehen von Aperture Science wird sich dann um den Verkehrsplan kümmern. So. Die nächste Testkammer erledigt. Das ist noch alles ziemlich einfach, aber es wird noch sehr, sehr knifflig und auch, man muss auch manchmal schnell reagieren. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Okay, nee, das war's nicht. Das ist doch hier von, das hab ich schon mal gehört irgendwo.
Porten wir das einfach mal hoch. Hier, genau. Legen es drauf und machen mal eine Abkürzung. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Kubus. Den können wir, indem wir uns hier hochporten. Dahinter. Oder können wir ihn hier runterschmeißen. So, dort ist der nächste Kubus. Wir uns auch gleich mal und... Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Damit habe ich gerechnet. So, wo müssen wir lang? Und wann kommt Wheatley? Und wo ist Wheatley? Und da ist... Da kann man kein Portal stellen. Wir müssen dem Weg folgen. Und in die nächste Testkammer hinein. Yippie, yay, yay, yippie, yay. Ach, Portal 2 ist was Tolles. Muss jeder spielen, genauso wie Portal 1. Portal 2 ist nur noch toller. Allein die Story, viele denken ja, es ist einfach nur ein Kniffelspiel, aber die Story ist ja auch Hammer. Meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay, da haben wir ein rotes Portal links. So. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Eine Treppe. Was ist jetzt, wenn ich hier drauf drücke? Fällt dort ein Kubus runter. Dann holen wir uns mal den Kubus. Setzen ihn hinauf und laufen die Treppe hoch und schauen, was bei den Schaltern dort oben passiert. Da brauchen wir auch noch einen Kubus, aber der zerplatzt, denke ich mal. Aber dort fällt noch einer runter. Und der macht ein Auffangbecken für das. Das heißt, er fällt da rein und ich fange ihn auf. Holen wir uns den hoch. Setzen ihn rauf und haben die nächste Kammer geschafft. Dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Das, wie der sagt, immer noch alles sehr einfach. Auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Ja, bleibt Whitley. Ich glaube, ich überziehe schon, das ist mir aber jetzt egal. Passt. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. So, da oben kommen wir raus. Ah, es sieht noch ein Portal-Jump aus und... Ja, wir müssen einen Portal-Jump machen. Ups. So geht er natürlich nicht. Aber so. Und dann müssen wir noch einen machen, mit Hilfe des Kubuses. Was heißt mit Hilfe? Einfach hinsetzen ins Portal, Kubus in die Hand nehmen und. Hopsa. Sollten Sie keine unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Okay, dort hinten haben wir einen Kubus. Hier haben wir eine Wand. Da ist eine rote Portalfläche. So. Hier müssen wir nicht mehr hin. Da auch nicht. Okay. Aber wir müssen da hin. Machen wir das so. Kann man nicht kaputt hauen? Und was ist jetzt passiert? Ein Auffang-Dingsbums. Au!
Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, gehen Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ja. Ich habe Woodley eher in Erinnerung, aber ich glaube, jetzt treffen wir wieder auf Woodley. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Und da ist Woodley. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge in Test 7 von 19. Und ich hoffe, es macht Spaß zuzugucken bei Portal 2, denn es ist einfach ein godlike Game. Und ja, bis zum nächsten Mal. Peace out.